So, eine wunderschöne gute Nacht, mein Lieber, oder guten Abend, mein Lieber. Falls ihr euch jetzt eben gerade seht oder falls ihr nicht gesehen, wir haben jetzt Samstag, wir haben jetzt Mittwoch, nasses. Ich habe, wenn ihr das Video seht, ist da bei euch schon tags oder wie auch immer, mittags oder nachmittags, falls ihr es oder jetzt schon, falls ihr das Video jetzt seht oder. Weil wenn das Video jetzt online ist, seht ihr wahrscheinlich schon, oder wenn bei euch, also jetzt schon mittags oder wie auch immer, oder abends oder nachmittags, vormittags, wie auch immer, oder morgens, falls ihr es jetzt eben gerade das Video seht. Und wir haben jetzt 1:40 jetzt, wenn ihr bei euch das, wenn das, ist das Video jetzt online, das heißt, es wird auch, dass es bei euch ist, also das Video soll jetzt gleich online sein, als wäre der 4. August, also sogar 2 Uhr morgens. Und falls ihr das Video eben gerade seht, ist bei euch schon tags, mittags oder morgens oder wahrscheinlich vormittags, nachmittags, kann schon mittags sein oder ist abends oder in der Nacht. Und ich möchte euch kurz was sagen, denn ja. Gosta Games hat zwar auch wieder, das heißt, weil am 11. November kommt schon GTA 5 draußen, PlayStation 5, Xbox Series S, ich freue mich auch schon auf GTA 5, wurde erweitert und verbesserte, denn das heißt, denn GTA 6 News und X hat zwar heute Abend wieder geschrieben, und also wenn ihr euch das Video seht, ist schon gestern, also 3. August. Wetter, also Wetter online, ist einstecken verfügbar, ist schon seit vor 2 Jahren übrigens. So wird erweitert und verbessert der GTA Online sein. Es wird wahrscheinlich keine neue Karte, Standorte bekommen. Erweitert bedeutet mehr Updates, also wir werden mehr zünftige Updates bekommen, auch in GTA Online, auf für die erweiterte und verbesserte Version auch von GTA 5. Und dann bekommen wir mehr Updates für die Subtitel oder wahrscheinlich kriegen wir auch irgendwann später eine Map-Erweiterung in GTA Online. Das heißt, wir wahrscheinlich, wenn irgendwann mal später GTA 6 rauskommt, das heißt, da haben wir GTA, also da haben wir irgendwann später GTA 6, also da haben wir GTA 6 und GTA Online ein separates Spiel. Wir einstellen, das ist so wie groß wie Amerika sein würde, wenn man sich vorstellt, weil GTA Online würde es dann eingesteckt. Versionen sein. Das heißt, ob vielleicht, wenn wir irgendwann mal später GTA 6 bekommen und dass wir ein GTA 1 separates Spiel, aber es ist zu groß für Amerika, sei es wie in den USA sein wird. Und der Roster jetzt hat zwar noch kein GTA 6 und kein GTA 5, wo er erweitert und verbessert Versionen veröffentlicht, denn GTA 5, denn seit gestern Abend hat Take-Two Koffer, also Take-Two der FDF, also die Mutterfirma von Rockstar Games, 2K oder ein paar andere, die auch die Spiele, die neuen Spiele, die erst nicht, also die noch gar nicht, die unankündige Titel, also kein Name, um welches Spiel noch daran arbeiten muss. GTA 5 soll dann dieses Jahr auch rauskommen, für PlayStation 5 und Xbox Series X, also am 11. November, natürlich auch, die haben auch mal GTA Online gesprochen auf der LS Tunas Update, also im Juli damals, also vorletzten Monat. Und das heißt, wenn GTA 6 wird wahrscheinlich kein noch in diesem Jahr Oktober ankündigt wird, den Oktober, also noch in 2 Monaten, wird doch natürlich doch GTA 3, der wird dann nämlich 20 Jahre alt, also am 22. Oktober. Denn GTA 6 News Release hat zwar auch geschrieben, die Ankündigung von GTA 6 im Oktober 2021 ist noch möglich. Das heißt, wenn GTA 6 dieser noch ankündigt wird in 2 Monaten und Rockstar Games hat zwar auch bestätigt, dass wir ab dem Oktober, also am 20. Oktober, wird GTA 3 mit 20 Jahre alt. Und da kriegen wir wahrscheinlich sogar, da kriegen wir auch eigene Überraschung auch für die Spieler von GTA Online. Das heißt, wahrscheinlich kriegen wir so T-Shirt oder Pullover, Pullis in GTA Online und mit dem GTA 3 Logo oder wahrscheinlich kriegen wir eine Ankündigung zu GTA 6. Man weiß zwar noch nicht, wenn wir es dann sehen, denn. Und ja, ich möchte euch kurz was sagen, werde ich euch dann sehen. Am 22. Oktober wird wahrscheinlich der Tag, wo GTA 6 ankündigt wird. Und als ja, zwar am 1. August habe ich ja auch schon vorletzte Video oder letzte Video schon gesagt,
Die Ankündigung von GTA 6 am 22. Oktober 2021, dem Tag, nachdem GTA 3 im Jahr 2001 auf dem Markt kam, wäre perfekt. Also wenn am 22. Oktober GTA 6 kommt, das wäre dann an einem Freitag. Normalerweise können die Rostgates immer am Sonntag oder entweder Montag oder Dienstag oder Mittwoch zum Beispiel. Denn Mittwoch und Donnerstag kommt zum Beispiel ein Trailer draußen. Also Mittwoch und Donnerstag oder wahrscheinlich Dienstag. Und das werden wir euch dann bis raus selbstendlich auf Newsfire sagt. Denn ich wünsche euch kurz was sagen. Es geht um nicht um das Thema GTA 6. Denn ich habe eben gerade eine Nachricht bekommen, also eine Privatnachricht. Das war ja ungefähr 1:30 Uhr. Falls ihr jetzt eben gerade das Video seht, ich bei euch schon mittags oder morgens oder vormittags oder nachmittags oder nachmittags oder abends oder auch in der Nacht. Ich habe euch schon wieder Wiederholung wieder gesagt. Und das heißt, dass ich mein Handy falsch gehackt wurde. Das heißt, ich habe eine Woche Zeit, also nächste Woche habe ich noch Zeit. Klar, nächste Woche beginnt zwar bei mir in Berlin wieder die Schule wieder los. Das heißt, ich gehe zwar auf der andere Schule, aber ich komme ja zwar in der 11. Klasse, also bis zur 12. Klasse bleibe ich schon in der neuen Schule. Und dann heißt dann, nächste Woche habe ich schon nächste Woche habe ich schon Schule. Oder oh, ja, mein Bruder Simon auch. Andi soll erst nach der Sommerferien in der 10. Klasse sein. Aber es hat mein Bruder Simon ein Jahr wiederholt, nämlich jetzt kommt er in die 9. Klasse. Und der ist auch schon 2 Jahre jünger als ich. Also der ist schon 15, ich bin auch schon 17. Und das heißt, es könnte passieren, dass ich ja zwar mit kleinen Mädchen, zwar eine Privatnachricht geschrieben. Und Balini Sommer, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, noch, das habe ich ja von dieser noch mit Franzi Falz geschrieben. Also Franzi Franziska, die ist auch 2 Jahre jünger als ich, als wie mein Bruder Simon. Und es kam dazu, irgendwann später kam es auch so viele Fanpages dazu auf. Und ich meinte auf Instagram und danach kam so viele Fanpages von Leni Sommer. Also es kam von Leni Sommer nämlich noch mehr Fanpage, also auf dem Instagram. Und danach kam da auf TikTok noch mehr neue Fanpage dazu. Das hat sich eine Menge sich verbreitet. Und eigentlich war letztes Jahr Leni zu kennen treffen, war eigentlich letztes Jahr geplant. Und wir wissen zwar nicht, ja, bis 2021. Das heißt, da war ich ja zwar noch gar nicht geimpft wegen Corona, also noch gar nicht geimpft. Ich war ja so ungefähr Ende April oder Ende April war ich halt geimpft oder auch Mitte Mai kam ja der zweite. Und das heißt, eigentlich war ja auch schon, eigentlich wäre dieses Jahr geplant. Eigentlich war wieder dieser Franzis kennenzulernen. Eigentlich war ja diese Osternferie. Eigentlich soll die Sommerferie sein. Und das war es bis jetzt zwar noch nicht. Und das wird mir erst dann, wie es das mit der Zukunft weitergeht. Und dass ich vielleicht irgendwann mal später mit YouTube oder Instagram irgendwann später auf, und man weiß ja nicht, wie es eigentlich mit der Zukunft weitergeht. Und das heißt, mein Kanal ist ja schon 4 Jahre alt, eigentlich normalerweise 5, aber ist mein Kanal 4 Jahre alt, seit 2017 im April ungefähr. Da war ich ja ungefähr 12 bis fast 13, und da war meine Stimme noch so. Also da war meine Stimme nicht so hoch, meine Stimme war zwar nicht tief, aber die war dann zu hoch doch. Und dann ungefähr mit fast 14 hat angefangen mit der Stimmbruch, und dann wird meine Stimme tiefer, als könnt ihr euch das anschauen. Oh man, wenn ich ja auch, wie es dann mit der Zukunft irgendwann später mit YouTube weitergeht, auch mit Instagram, ist auch unter der Infobox, also auf dem Videobeschreibung, ist auch mein Instagram, Facebook und auf TikTok, nämlich gerne folgen. Oder falls auf Handy seid oder so. Oder das ist 350 US-Dollar, also bei 350 oder ungefähr Euro. Oder das ist einfach zu viel. Und das heißt, ich muss in nächste Woche eine Nachricht schreiben. Ich habe das vergessen, oh mein Gott, was ist eigentlich hier passiert? Ich weiß noch nicht, also ich werde euch da demnächst oder nächste Woche noch berichtet, wie es dann mit der, ob ich mal Handy gehackt wurde bin oder
weil Leni war auch genauso auf TikTok. Das heißt, es könnte sein, dass Leni Sommer etwas jünger ist. Und Leni Sommer ist ja schon seit 5 Jahren jünger als ich. Das heißt, ich bin jetzt 17. Leni müsste ungefähr 12 Jahre alt sein. Und bei Franzi, also bei Franziska, ist auch nämlich 2 Jahre jünger als ich. Das heißt, ich bin ja zwar 17, Franziska ist eigentlich noch 14, wird aber noch dieses Jahr 15. Also es wird, ist ja wie mein Bruder Simon. Und bei Aschia, ja, wahrscheinlich könnt ihr euch erinnern, wahrscheinlich also von Aschia Pech, also von Patricia Pech Live. Und die ist auch 4 Jahre jünger als ich. Und ist auch schon 13 jetzt geworden. Ich bin ja schon 17. Mein Gott, das vergeht einfach so schnell. Und wir wissen auch nicht, wie es eigentlich mit der Zukunft weitergeht, wie es mit YouTube, wie es mit Instagram oder TikTok weiter so funktioniert. Und ich werde auf Laufe daran behalten. Aber natürlich auch hier auf YouTube. Da werde ich euch ein paar, also ja, und so weiter und so fort. Und ja, das, was natürlich auch bei GTA Lukas Haus Videos gefallen hat, gibt es halt Daumen nach oben. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach unten. Abonniere meinen Kanal, ist immer kostenlos. Und dann, ich wünsche euch doch, und dann verpasst ihr keine News um das Thema GTA 6 News, GTA Online zu neuen DLCs. Einfach so vieles mehr. Und ja, ich wünsche euch dann einen angenehmen Nacht oder mittags oder morgens oder nachmittags, abends, wie auch immer, falls ihr das Video seht. Also dann bis zum nächsten Video. Macht's gut und tschüss, ihr Lieben.